Lass uns einige Aufgaben zum Thema Winkel zwischen zwei parallelen Geraden lösen. Nehmen wir an, dass diese zwei Geraden parallel sind. Parallele Geraden haben keinen Schnittpunkt. Trotzdem liegen sie in einer Ebene. Zeichnen wir hier eine Gerade, die unsere parallelen Geraden schneidet. Nehmen wir an, dass der Winkel hier 60 Grad ist. Ermittelt bitte also das Maß dieses Winkels. Ihr könnt sagen, oh, das ist sehr schwierig, weil das an einer anderen Geraden ist. Ihr müsst aber immer daran denken, dass Stufenwinkel gleich groß sind. Schaut also auf diesen Winkel hier an der oberen Geraden, wo sie von der dritten Gerade geschnitten wird. Wo ist der entsprechende Winkel? Wo schneidet die dritte Gerade die untere Gerade? Das ist der rechte untere Winkel. Ihr könnt hier vier Winkel sehen. Dieser Winkel hier ist rechts unten oder liegt im Südosten hinsichtlich der Himmelrichtungen. Sein entsprechender Winkel liegt hier. Das sind Stufenwinkel und sie sind gleich groß. Das heißt, dieser Winkel ist auch 60 Grad. Wenn dieser Winkel 60 Grad ist, welches Maß hat der Winkel, neben dem ich das Fragezeichen gesetzt habe? Der Winkel mit dem Fragezeichen nennen wir ihm x. Winkel x und Winkel, der 60 Grad groß ist, bilden einen Halbkreis. Sie sind Supplementwinkel und sie ergeben zusammen 180 Grad. Also x plus 60 Grad ist gleich 180 Grad. Subtrahiert ihr 60 von beiden Seiten dieser Gleichung, so ist dann x gleich 120 Grad. Das heißt, x ist 120. Ihr könnt weitermachen und jeden Winkel hier bestimmen. Ist dieser Winkel 120 Grad, so ist Gegenwinkel auch 120 Grad. Ist der Winkel hier 60 Grad, so ist dieser Winkel auch 60 Grad. Ist dieser Winkel 60 Grad, dann ist der Gegenwinkel auch 60 Grad. Nun könnt ihr sagen, dass dieser Winkel ein Gegenwinkel zu diesem oder diesem Winkel ist oder dass dieser Winkel dem Winkel hier mit 120 entspricht. Das heißt, er ist auch 120 Grad. Und dieser Winkel ist auch 120 Grad, weil er ein Stufenwinkel ist. Ein weiteres Beispiel. Nehmen wir an, ich habe zwei Geraden. Das ist eine der Geraden. Ich zeichne sie mit lila Farbe und die zweite Gerade zeichne ich mit einer anderen Schattierung von lila Farbe. Ich zeichne sie also mit einer dunkleren Farbe. Also eine Gerade ist dunkler lila und die zweite lila. Und hier ist die Gerade, die die beiden schneidet. Ich mache sie etwas gerade. Ich zeichne sie also so. Nehmen wir an, dass dieser Winkel 50 Grad ist. Und dieser Winkel ist 120 Grad. Die Frage lautet, sind diese Geraden parallel? Ihr müsst hier so überlegen, wie wäre es, wenn sie parallel wären? Wenn wir davon ausgehen, dass sie parallel sind, so sind diese Winkel Stufenwinkel. Und dieser Winkel beträgt 50 Grad. Wir wissen das nicht genau, deshalb setze ich hier ein Sternchen. Dieser Winkel ist 50 Grad, wenn die Geraden parallel sind. Diese zwei Winkel aber sind dann Supplementwinkel, das heißt, sie ergeben zusammen 180 Grad. Sie sind eigentlich Supplementwinkel jedenfalls, egal ob die Geraden parallel sind oder nicht. Betrachten wir zwei Geraden, die sich schneiden. Wenn dieser Winkel 50 Grad ist, so egal welche Maß der Winkel hier hat, ergeben die beiden zusammen 180 Grad. Wir sehen aber, dass sie zusammen nicht 180, sondern 170 Grad ergeben. Also sind diese Geraden nicht parallel. Man kann das auch anders sehen und dies wird eine genauere Lösung. Ist dieser Winkel 120 Grad, dann muss dieser Winkel ein Supplementwinkel sein und die beiden müssen zusammen 180 Grad ergeben. Ich schreibe das in grün.
Dieser Winkel soll 60 Grad sein und dann entspricht dieser Winkel diesem. Sie sind aber bei uns nicht gleich groß. Die entsprechenden Winkel sind nicht gleich groß, das heißt, dass die Geraden nicht parallel sind.